Die Hannover Messe ist auch 2018 der globale Hotspot für die Industrie 4.0. Cobots, Integrated Energy, additive Fertigung, Industrial Internet oder Lösung für die Smart Factory. Die Möglichkeiten, die eigene Produktion zu digitalisieren, sind nahezu unendlich. Da kommt die Zukunftsfabrik, der Hauptstand der Fraunhofer Gesellschaft, gerade richtig. Kognitive Sensorik, digitale Assistenzsysteme, Simulation von digitalen Zwillingen und Materialien, Cloud-Lösung und der Industrial Data Space zeigen, wie Industrie 4.0 in Deutschland funktionieren kann. Am Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung IGD gehört dazu auf jeden Fall die Highly Customized Mass Production. Auf der Hannover Messe zeigt das Fraunhofer IGD zwei autonome Scanroboter. Der eine steht hier an unserem Fraunhofer Stand in Halle 6. Der andere steht am Stand des Bundesministeriums für Wirtschaft in Halle 2. Und beide haben halt dieses Kennzeichen, dass sie autonom scannen können. Das heißt, wir brauchen keine CAD-Modelle mehr, nach denen wir uns richten, oder Templates. Oder müssen sie irgendwie trainieren, dass sie die Objekte scannen können, die sie vor die Nase gestellt bekommen. Für diese Scanner gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Zum einen sind wir im Bereich Kulturerbe unterwegs, wo es um eine farbgetreue Nachbildung der Objekte geht. Zum anderen kann man sich überlegen, im Bereich Produktfotografie, die nächste Dimension, all die Reseller, die mittlerweile ihre Produkte verkaufen, zu denen sie keine CAD-Geometrien bekommen, die können diese Objekte einscannen, auf die Website setzen und dann mit Augmented Reality kann man sehen, ob die Couch zu Hause in die Ecke passt unter der Beleuchtung, die ich zu Hause habe, oder nicht. Natürlich könnte jedes gescannte Objekt im Anschluss auch auf einem 3D-Drucker realisiert werden. Aber dafür müssen die notwendigen Stoffe bereitstehen. Neue Materialien zu entwickeln ist jedoch teuer und kann schon einmal bis zu 20 Jahre dauern. Am Fraunhofer Institut für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen Sky möchte man sich nicht zu viel Zeit lassen. Ja, was ist virtuelles Materialdesign? Typischerweise hat man ein Problem, wie ich möchte ein Material machen, eine Batterie. Und dann muss ich mir die Frage stellen, was ist denn vielleicht der beste Elektrolyt für dieses Material und wie kann ich herausfinden, was der beste ist. Das heißt, ich will diese ganze Batterie designen und das fängt ganz unten, also auf der feinen Skala bei den Atomen an, um nachher genau vorherzusagen, was ist denn jetzt wirklich das beste Elektrolyt für meine Batterie unter diesen Bedingungen, wo ich es gerne haben wollte. So, und dazu bringt Fraunhofer Sky viele Sachen zusammen, um demjenigen Kunden, der das Problem hat, zu unterstützen, dieses beste Design für sein Problem zu finden. Und das passiert weitgehend im Computer, aber im Zusammenhang mit den echten Experimenten. Und deswegen nennen wir das halt eigentlich datengetriebenes virtuelles Materialdesign, diesen ganzen Ansatz. Unabhängig davon, was nun alles simuliert und automatisiert werden kann, ohne den Menschen geht es dann doch nicht. Und für ihn soll sich die Arbeitssituation schließlich verbessern. Daran arbeitet das Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, ITWM. Es geht im Prinzip darum, den Mensch in den Simulationsprozess mit einzubinden. Also, dass man menschliche Bewegungen frühzeitig vorhersagen kann und simulieren kann, um eben zum Beispiel Arbeitsplätze gestalten zu können, so dass sie auf den Mensch zugeschnitten sind, passend und ergonomisch sind für den Menschen. In erster Linie geht es um komplexere Arbeitsplätze, wo der Mensch komplexere Vorgänge tätigen muss von Hand. Zum Beispiel im Bereich Automobilendmontage, wenn man komplexe Arbeitsvorgänge, die von Hand montiert werden müssen, wenn man solche Sachen auslegen will und sich jetzt vorstellt, ein Arbeiter muss etwas Schweres heben, irgendwo hinreichen oder entsteht an einer Maschine, wo er verschiedene Hebel bedienen muss und verschiedene Einbautätigkeiten machen möchte, dass man da sagen kann, okay, komme ich hier in dem Bereich überhaupt dran? Ist das zu schwer? Kann ich das so und so oft am Tag wiederholen, ohne dass ich ermüde und die Gefahr für Verletzungen und Krankheiten steigt dadurch? Menschlich bleibt es auch beim Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie, IDMT. Hier wird Computern das Hören beigebracht. Das Fraunhofer IDMT zeigt einen Prinzipdemonstrator, wo wir die Möglichkeiten der akustischen Luftschallanalyse zeigen wollen. Wir haben eine Kugelbahn, wo drei verschiedene Kugeln mit drei verschiedenen Oberflächen durchlaufen und anhand dieses Rollgeräusches wird detektiert automatisch, welche Kugel sich gerade in der Kugelbahn befindet. Diese Art der Qualitätssicherung eignet sich vor allen Dingen für ältere Anlagen, weil man kann sie nachrüsten. Man braucht prinzipiell eigentlich bloß ein Mikrofon. Es ist auch überall dort von Vorteil, wo man berührungslos messen möchte, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder eben auch da, wo man gar nicht ans Testobjekt rankommen kann, zum Beispiel in einer Maschine selber, die eingehaust ist. Bei unseren akustischen Aufnahmen müssen wir natürlich den Datenschutz beachten. Wir haben ein Verfahren entwickelt, wo man zwar die Feature aus der Audiodatei extrahieren kann, die wir brauchen für das maschinelle Lernen,
aber es sind keine Rückschlüsse mehr auf den Ursprung, also das gesprochene Wort, möglich. Die Institute des Fraunhofer Verbunds IOK-Technologie werden auch weiterhin intensiv im Bereich Industrie 4.0 forschen. Sparking the future is now.